Hallo und herzlich willkommen hier zu Part 2 der Linie 721 in Düsseldorf vom Gother Weg in Richtung Flughafen. Den ersten Teil sind wir vom Gother Weg hier bis nach Ella, glaube ich, hingekommen. Jetzt fahren wir einmal weiter in Richtung Flughafen. Gucken wir mal, wie weit wir diese Folge kommen. Ich denke mal auf jeden Fall bis zum Hauptbahnhof. Kann es natürlich nicht versprechen, es kommt drauf an, was hier alles passiert. Aber naja, gut. So, da vorne die Abfahrt ging es gerade einmal Richtung, da ging es gerade Richtung Betriebshof der Rheinbahn, genau. Ich glaube, das müsste der Lierenfeld, dann sind wir in Lierenfeld, nicht in Eller. Das müsste der Lierenfeld-Betriebshof gewesen sein. Bin mir aber nicht sicher, meine aber ja, dass er das ist. So. Mal schön in die Kurve reinbremsen. Nö, da war ich krank. An dem Tag war ich leider krank. Tut mir leid. Das habe ich nicht mitbekommen. Hallo. Dafür bin ich fahrgastfreundlich im Begrüßen. Das ist doch auch was Schönes, oder nicht? Habe ich ja nicht Verspätung. Komm ich irgendwie mehr näher ran an das Ding? Ne. Na, können wir mal kurz so gucken. Komm mal her, Maus. Mal kurz ein bisschen ausrollen lassen, das Ding. Ne, ich habe scheinbar keine Verspätung. Na, ist ja supi. Übergang zur Stadtbahn. Doch, Ella? Na, ich bin verwirrt. Ich meine, das müsste gerade wirklich der Lierenfelder Betriebshof gewesen sein. So, wir haben Rot, ne? Ja. Ah, doch, das ist es. Oder? Ich kenne die Ecke, definitiv. Gar keine Frage. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier Ella ist. Ich war hier früher als Schüler öfter mal in der Ecke. Beziehungsweise früher als Berufsschüler, nennen wir es mal so. Da bin ich hier gerne mal umgestiegen. Beziehungsweise eine Haltestelle weiter. Bin mir gerade echt nicht sicher, ob das hier Ella ist. Oder welcher Stadtteil das ist. Naja, vielleicht komme ich da noch drauf. Irgendwann mal. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ich meine, das ist die Ecke, wo ich früher umgestiegen bin. Das sehen wir an der nächsten Haltestelle. Weil da weiß ich es dann auf jeden Fall. Hoffe ich. Guten Tag. Hallo, Busfahrer. Guten Tag. Hört auf, alle in der Luft abzustempeln. Während ihr alle E-Tickets habt. Ihr braucht eure Chipkarten nicht stempeln. Das tut den Karten nicht so ganz gut. Ich hoffe mal, dass der Bus mir auch anzeigt, wenn Leute aussteigen wollen, weil bis jetzt war das irgendwie noch nicht so. Ah, doch, er zeigt es mir an, okay. Gut, ich hatte mich schon gewundert. So, ist das eine Oberleitung da vorne? Wenn ja, dann war meine Idee richtig. Hallo, Busfahrer. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Möchte jemand eine Kurzstrecke aus Berlin kaufen vielleicht? Hallo. Warum?
So, fahren wir mal kurz ein bisschen langsamer drüber. Gucken wir mal. Ja, hier sind zwar keine Haltestellen von der Straßenbahn, aber es sieht ganz danach aus, als ob ich hier früher mal umgestiegen bin. Heißt, das müsste die richtige Ecke gewesen sein. Stahlstraße. So, gleich sind wir auch... Doch, wir schaffen es auf jeden Fall, diese Folge zum Hauptbahnhof. Sind ja gleich schon da. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Bitteschön. Ja, setz dich zu mir. Dann kannst du ruhig noch lauter meckern. So, ich habe Vorfahrt, da kommt doch keiner. Gut. Keiner, der mir die Vorfahrt nehmen kann. Rot, rot, rot. Genau, die S-Bahn da oben. Ja, doch. Doch, doch. Das sieht ganz gut aus. Hinter dem Tunnel müssten wir, wenn es richtig ist, rechts abbiegen. Damit wir zum Mintroplatz kommen, beziehungsweise zu der Haltestelle. Und dann nochmal rechts, dann sind wir beim Hauptbahnhof. Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Dann fahren wir schon mal auf die rechte Spur rüber. Wie der auch. Der bremst nur dabei. Warum auch immer. So, wir müssen, genau, wir müssen hier einmal reinfahren, da wo der Kollege steht. Der wahrscheinlich die Kurve deutlich besser bekommen hat als wir. Na, räumen wir mal bis vorne hin. Keiner? Auf wen wartet ihr? Na gut, ihr wartet wahrscheinlich auf einer der Straßenbahnen, die hier hinkommen, aber gut. Wenn keiner will, dann ist das halt so. Dann habt ihr halt Pech. Dann fahre ich halt ohne euch weiter. Sehe jetzt nicht, ob da irgendeine Straßenbahn kommt. Ja gut, die steht da. Die hat auf mich gewartet. So, einmal am Hauptbahnhof. Ruckelt gerade ein bisschen, aber naja, gut. Sieht aber, bis auf das Logo da oben, das ist eigentlich ein anderes, sieht das hier doch recht authentisch aus, zumindest zu dem, wie ich es früher noch kannte. Wie es jetzt mittlerweile aussieht, kann ich gar nicht genau sagen, aber es dürfte sich nicht allzu viel verändert haben hier am Hauptbahnhof. Aber doch, sieht recht. Ich gucke gleich nochmal draußen, wenn die Leute hier alle ein- und aussteigen. Gucken wir mal kurz uns draußen... Oh, meine Maus. Gucken wir uns mal kurz hier um.
Doch, sieht authentisch aus. Die Mauer. Gut, die Mauer ist ein bisschen eine andere. Wir haben auch jetzt ein Ticket. So. Oder der Dame, je nachdem. Die Mauer, gut, die weiß ich nicht, inwieweit die authentisch ist. Das Kino auf jeden Fall. Hier das Bürogebäude auch. Das passt auch alles. Soweit. Hier irgendwo muss so ein Kundencenter sein, der Rheinbahn. Ja, da hinten. Ja, doch. Doch, das passt alles. Doch, doch. Auch das sieht gut aus. Und auch hier die Schienenführung, die passt eigentlich auch alles. So, Auto dürfte eigentlich von hinten nicht kommen, da ja Autos normalerweise nichts zu suchen haben in dem Bereich. Außer das da. So. Dann fahren wir mal wieder vom Hauptbahnhof weg. Einmal durch die komplette Stadt zum Flughafen. Also die eine Hälfte der Stadt haben wir jetzt hinter uns, die andere Hälfte kommt jetzt. So langsam. Ja. Beschwert euch nicht. Ihr habt euch den Bus ausgesucht. Aber normalerweise ist hier deutlich, deutlich mehr Verkehr, als es jetzt gerade ist. Gut, ich habe Samstag eingestellt, 12 Uhr, aber nichtsdestotrotz dürfte jetzt deutlich mehr Verkehr sein, als es gerade ist mit den paar Fahrzeugen hier. Das ist ein bisschen sehr wenig. Naja, gut. Hallo. Wollte gerade sagen, weitergehen, nicht weitergehen. Sucht es euch gerne aus. So. Bist du voll, der Bus? Wie siehst du, ob du hier rein willst, aber du kommst nicht. Ja gut, dann sind wir halt voll. Dann ist das halt so. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Ich kann die Bremse eigentlich loslassen. So, ja gut, grün haben wir noch nicht. Wäre aber auch, glaube ich, für die anderen egal, weil die können sowieso nicht fahren. Oh doch. Na gut, also die mittlere Spur kann nicht fahren, weil wir da mitten noch draufstehen. Aber ich glaube nicht, dass wir da vorne noch eine separate Busampel haben. Bin ich mir zwar nicht sicher, aber ich glaube es nicht. Grün. Und wieder rot. Das kann doch... Nee. Oder? Ist das wirklich so kurz? So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch eine separate Busampel haben. Wir nicht. Schade aber auch. Aber ansonsten, soweit ich das jetzt hier... Ich möchte jetzt nicht rausgehen, weil ich nicht weiß, wann die wieder grün wird. Aber sieht auch hier gar nicht so schlecht aus von der, wie heißt das, von der Gestaltung. Also sieht, zumindest so wie ich es noch Erinnerung habe, recht realistisch aus. Zumindest der Bereich da, den man jetzt sieht. Hier, wie heißt das? Ja, der Bereich Worringer Platz, die Straßenbahnhaltestelle. Gucken wir mal, ich weiß jetzt nicht, ob wir daran vorbeikommen. Ob wir da hinten langfahren, wie heißt das, da wo die U-Bahn wieder rauskommt, zumindest so ein bisschen die neue, die Richtung Ratingen und so weiter. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da langkommen, aber wenn ja, können wir uns das auch nochmal kurz anschauen, wie es da aktuell aussieht.
Weil da dürften ja, wenn dann nur noch Schienenbruchstücke liegen, keine ganze Schienen mehr. Oder die Straße ist mittlerweile durchgängig, das ist auch möglich. Müsst ihr euch dahin eigentlich alle so viel unterhalten? Pempelfurter Straße. Übergang zur Stadtbahn. Nein, Übergang zur Straßenbahn. Hier fährt, soweit ich noch weiß, die Linie 704. Aber gut. Ich weiß gar nicht, ob die Ansage im Original auch so ist, dass sie sagen, Übergang zur Stadtbahn, auch wenn es eine Straßenbahn ist. Ist gut möglich, dass dem so ist. Das ist der Kollege. Ich muss hier lang. So, halten wir uns mal, ja, an welche Ampel halten wir uns denn jetzt? Na gut, werden beide gleichzeitig grün, also ist egal, an welche wir uns halten. Gucken wir nochmal kurz in den Spiegel, da ist keiner. Gut, dann können wir hier in den Haltestellenbereich einfahren. Guten Tag, hallo. Hallo. Was geht? Viel nicht viel, Manni. Und bei dir? So, du willst nicht? Gut, dann hast du halt Pech. Machen wir mal ganz schnell weiter. Und noch haben wir Fahrt. Noch können wir. So, sieht's an dem... Na, Cut machen wir noch nicht. Machen wir gleich. Machen wir, glaube ich, an der nächsten Haltestelle dann mal. Hallo. Ihr alle nicht? Na gut, oder der Bus ist wieder mal voll. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ventratür ja schon mal wieder zumachen. Vordere lassen wir noch kurz auf, bis wir fahren dürfen. Wo müssen wir gleich eigentlich? Da lang, okay. Fahren also nicht die scharfe Kurve wie die Straßenbahn hier vorne, sondern fahren Parallelstraße müsste das dann sein, nach Derendorf rein. Gut. Gucken wir da mal. Erstmal brauchen wir Fahrt, wobei ich weiß gar nicht, ob ich zu weit von der Linie wegstehe. Hier ob eine Linie? Oh, weiß ich nicht. Machen wir mal Tür zu. Wir rollen einfach mal ein Stück weiter vor. Gucken, ob wir dann erkannt werden von der Ampel. Ne, scheinbar nicht. Aber wir kriegen auch sofort. So, müssen wir hier jetzt blinken oder nicht? Ich tue es jetzt einfach mal. Prinz-Georg-Straße. Ach, hier fahren wir lang. Ah, okay. Dann fahren wir leider doch nicht an der U-Bahn vorbei, wie ich gedacht habe. Sondern fahren ein bisschen anderen Weg Richtung Flughafen. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann fahren wir jetzt wieder langsam in Gefilde rein, in denen ich mich vielleicht nur ein bisschen auskenne. Aber das sehen wir dann gleich.
So, auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal hier in Derendorf. Das steht zu 100% fest, dass wir da sind. Wir haben hier eine eigene Busspur. Bin mir da gerade nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Und die Prinz-Georg-Straße sieht auch anders aus, als sie es im Original tut. Zumindest ein bisschen. So, dann lassen wir hier mal die Leute wieder ein- und aussteigen. Ja, moin. Okay, dann verkaufe ich dir erstmal einen Fahrschein. Auch in Ordnung. So, dann war es das mit Part 2 der Linie 721. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Wenn ihr nächstes Mal verpassen wollt, folgt mal gerne auf Instagram und Twitter. Einmal alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage in jedem Falle bis zum nächsten Mal und ciao.